Wir wollen uns erinnern an etwas, was wir in der ersten Wiederholung in der Einleitung gelernt haben. Und zwar in Absatz 4. Der Zweck deines Lernens ist, dich zu befähigen, die Ruhe selber mitzubringen und Not und Aufruhr zu heilen. Das geschieht nicht, indem du diese meidest und einen Hort der Abgeschiedenheit für dich suchst. Du wirst noch lernen, dass der Frieden ein Teil von dir ist und es nur nötig ist, dass du dort bist, damit er jede Situation, in der du dich befindest, einhüllen kann. Und endlich wirst du lernen, dass es keine Grenze gibt im Hinblick darauf, wo du bist, sodass dein Frieden überall ist, wie du selbst es bist. Irrtümlicherweise gehen manche Schüler des Kurses davon aus, dass wenn du den Kurs machst, dann passiert nichts Schlimmes mehr. Dann ist dein Leben nur noch Friede, Freude und Eierkuchen. So ist es eben nicht, ne? Die Welt ist die Welt, die Illusion ist die Illusion, das Ego ist das Ego. Das Ego wird nicht aufhören, es kann gar nicht aufhören, uns hier schlimme Dinge und so weiter zu bringen. Das ist so, das ist Teil dieser Welt. Es wird nie eine schöne Welt geben, nur schöne Welt für alle. Es wird immer irgendwo irgendetwas nicht stimmen, entweder im eigenen Leben oder im Leben eines Menschen, der mir nahe ist. Oder aber etwas weiter entfernt, ja. Aber so ist das hier. Die Waschmaschine kann heute kaputt gehen. Du kannst eine Diagnose bekommen heute. Dein Auto hast, es kann ein Autounfall geschehen. Du kannst einen geliebten Menschen verlieren. Alles ist möglich in jedem Augenblick, ja. Und es geht einfach nicht darum, meine Funktion ist nicht hier ein super Leben zu haben, wo nichts mehr passiert, sondern meine Funktion ist die Vergebung. Das heißt, wie gehe ich damit um, mit dem, was passiert? Die Dinge werden geschehen, sie geschehen. Und ich bin gerufen zu vergeben, das ist meine Funktion. Und diese Funktion allein ist das, was mich glücklich macht. Es gibt viele Menschen, die haben gerade ein ganz tolles Leben. So, die Partnerschaft läuft, sie sind gesund, sie haben Geld, alles läuft, fließt wunderbar, ja, scheinbar gut. Aber ich sage dir, dass auch diese Menschen tief im Inneren, wenn sie nicht vergeben und nicht mit Gott verbunden sind, tief im Inneren das Gefühl haben, irgendetwas stimmt nicht. Mir fehlt etwas. Und was fehlt, das ist einfach diese Funktion, unsere einzige Funktion. Lektion 83. Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Ich habe keine andere Funktion außer der, die Gott mir gab. Diese Einsicht befreit mich von jedem Konflikt, weil sie bedeutet, dass ich keine miteinander in Konflikt stehenden Ziele haben kann. Mit einem einzigen Zweck bin ich mir ständig sicher, was ich zu tun, zu sagen und zu denken habe. Jeder Zweifel muss schwinden, wenn ich anerkenne, dass meine einzige Funktion die ist, die Gott mir gab. Das macht alles sehr einfach. Ich brauche nicht mehr großartig nachdenken, was tun und wie gehe ich damit um, sondern ich frage den Heiligen Geist. Ich weiß, wie ich damit umgehe. Alles wird einfach. Und Chaos, Konflikt, all diese Dinge und nicht wissen, was tun und verschiedene Funktionen. Ich muss doch hier sein und da sein gleichzeitig und ich muss doch das noch und so weiter und ich habe noch dieses Ziel und jenes Ziel. Das ist alles Verrücktheit. Entspannung und Ruhe und Frieden liegt in dieser einen Funktion, in dem Annehmen dieser Funktion. Stell dir vor, du stehst vor dem Altar mit Gott.
Und Gott fragt dich, willst du mit mir gehen? Und das bedeutet, nimm deine Funktion an. Und zwar nur diese, das ist die einzige Funktion. Und ich werde sagen, ja, ich will mit dir gehen, auf jeden Fall. Darum bin ich hier. Es gibt keinen anderen Grund für mein Hiersein jetzt. Das zu lehren und das zu lernen, was du mir gibst, was von dir kommt, Vater, darum bin ich hier. Textbuch, Kapitel 24, Römisch 3 und Absatz 3. Nicht du bist so verletzlich und dem Angriff ausgesetzt, dass nur ein Wort, ein kleines Flüstern, das dir nicht behagt, ein Umstand, welcher dir nicht passt, ein Vorfall, den du nicht vorhergesehen hast, deine Welt erschüttert und sie ins Chaos stürzt. Die Wahrheit ist nicht gebrechlich. Von Illusionen bleibt sie gänzlich unberührt und ungestört. Doch die Besonderheit ist nicht die Wahrheit in dir. Sie kann durch alles aus dem Gleichgewicht geworfen werden. Das, was auf nichts gegründet ist, kann nie stabil sein. Wie groß und aufgeblasen es auch zu sein scheint, so muss es dennoch mit jedem Lufthauch wanken, sich drehen und herumgewirbelt werden. Gott bittet um deine Vergebung. Er möchte nicht, dass Trennung sich wie ein fremder Wille zwischen dem erhebt, was er für dich will und was du willst. Sie, der Vater und der Sohn, sind dasselbe, denn keiner will Besonderheit. Meine Funktion sagt mir, dass du und ich dasselbe sind. Und da ist kein Unterschied. Und niemand ist krank, wenn er meint, er wäre es. Niemand leidet wirklich, wenn er meint, er würde leiden. Es ist einfach alles nicht das, was wirklich ist. Die ganzen Verschiedenheiten, die ganzen Körper, es ist nicht das, was wirklich ist. Und meine Funktion sagt mir, du wählst, willst du den Körper sehen, willst du deinen Bruder als Körper sehen oder willst du den reinen Geist in ihm wiedererkennen? Was ist deine Wahl? Und von meiner Wahl hängt mein Glück ab. Denn mein Glück und meine Funktion sind eins. Alles, was von Gott kommt, ist eins. Es kommt aus dem Einssein und muss als eins empfangen werden. Meine Funktion zu erfüllen ist mein Glück, weil beides aus der gleichen Quelle stammt. Und ich muss begreifen, lernen, was mich glücklich macht, wenn ich Glück finden will. Gleichheit macht glücklich. Das Ego sagt, Individualität macht glücklich. Finde deine Individualität, finde das, was du wirklich bist. Nein, finde das, was du wirklich bist, meint das Ego, ja, finde das, was dich besonders macht. Das interessiert uns nicht mehr so sehr. Uns interessiert das, was uns gleich macht. Uns interessiert das, in dem wir eins sind. Darin liegt Frieden und nur darin.
Bedeutet das, dass ich nicht mehr besonders sein darf oder dass ich nicht mehr das machen darf, was mir Spaß macht oder herausfinden darf, wo ich besonders gut bin und was, ja? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir tun all die Dinge, die wir tun. Wir tun sie einfach und wir sind ganz normal. Dieses Leben, diese Welt ist ein Spiel. Diese Illusion ist ein Spiel. Wir sind hier in diesem Spiel. Und in diesem Spiel haben wir Rollen, ja? Das sind alles Rollen wie Traumfiguren auf einem Spielfeld. Und diese Rolle, die natürlich nehmen wir diese Rolle, spielen wir diese Rolle dieser Traumfigur. Aber es ist ein Unterschied, ob ich diese Rolle vollkommen identifiziert mit dieser Rolle spiele oder ob ich weiß, dass ich das nicht bin. Ein Schauspieler, der für einen Film eine Rolle übernimmt, der muss sich ja für eine gewisse Zeit wirklich total damit identifizieren, damit er diese Rolle wirklich gut spielt. Wenn er nicht wüsste, dass er das nicht ist, dann würde er in dieser Rolle gefangen bleiben. Ich habe das mal gelesen von einem Schauspieler, der, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, es ist lange her. Und der hat sich so identifiziert mit dieser Rolle, dass er da nicht mehr rausgekommen ist. Ja, und das ist es eigentlich. Wir sind hier, wir spielen eine Rolle, okay, und die spielen wir nun mal. Ja. Wir wissen, wir sind kein Körper. Und trotzdem geben wir ihm zu essen und zu trinken, oder? Trotzdem bringen wir ihn zum Arzt oder sorgen für ihn, wenn er irgendwas hat, oder? Natürlich tun wir das. Ganz normal. Wir sind ganz normal in dem Sinne, dass wir das einfach alles ganz normal tun, klar. Aber alles in dem Bewusstsein, dass wir das nicht sind. Und darauf kommt es an. Das ist Vergebung. Und das wende ich auf jeden an, auf jeden Bruder. In jedem Bruder suche ich das Licht, suche ich die Wahrheit, suche ich das, was wirklich ist. Ich suche den Heiligen Geist in meinem Bruder. Das will ich sehen und nichts anderes. Ja, Vater, ich will mit dir gehen. Ich habe verstanden, das ist der einzige Weg zum Glück. Es gibt keinen anderen. Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Und mein Glück und meine Funktion sind eins.